Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Spintires im Singleplayer auf dem Prüfgelände mit Mods und natürlich der Banane. Moin, moin. AKA die kranke Banane. Immer noch kranke Banane. Das ist ja schon eine Woche gefühlt einfach. Ich sage mal so, wenn es du jetzt bei mir zu Hause weiche von mir. Ja, heute mal wieder eine Runde Spin-Teile. Vielleicht kommt eigentlich wollte ich heute seit heute eine Pause machen mit Videos aufnehmen. Aber wie der Tag es so will, das wurde daraus nicht. Ja, heute, also nach diesem Video, wenn ich das hochladen werde, gibt es erstmal eine schöne, coole, schöne Pause mit Videos machen. Ich mache weiterhin noch YouTube, keine Frage. Aber ich habe jetzt momentan so viel aufgenommen, da könnt ihr ruhig schauen, was euch besser gefällt, welches Video. Deswegen. Und man weiß immer noch nicht, wann Kollege Nono mal sein neues Video rausbringt. Ah, ich habe im Moment noch ein paar Probleme, aber ja. Aber ich kann euch sagen, mit welchen Sachen ich aufnehme. Ich nehme mit OBS auf. Funktioniert alles super. Wenn ihr ein paar ein paar Ideen habt, wie ich LS 19 aufnehmen kann, meldet euch bitte mal bitte bei meinem Discord-Server. Danke. Ja, ich weiß, es gibt auch Tutorials. Aber die sind nicht so ganz hilfreich. Bitte hilft mir. Danke. Vielleicht könnt ihr auch Nono helfen. Na, ich brauche keine Hilfe, nur mein PC ist halt. Ich habe halt im Moment noch ein paar Probleme von wegen Spiele auch und so. Ja. Wenn ihr irgendeine Lösung wisst, von was er an seinem PC verbessern kann. Schreibt gerne in die Kommentare. Ich hab halt das Problem, ich habe zwei Bildschirme. Ich nehme ja auch mit OBS auf. Und wenn ich dann zum Beispiel Roblox oder Minecraft aufnehme, habe ich auf meinem linken Bildschirm halt, auf dem ersten, habe ich dann mein Spiel und auf dem rechten läuft mein OBS. Und dann sehe ich auch, was ich da aufnehme und so. Kann man das so sagen? Ich glaube ja. Ja. Und ja. Und dann ist das zwar immer ein bisschen laggy, aber das stört mich nicht so. Das kann man nachhinein immer noch ein bisschen rausschneiden. Verbessern.
verpixeln oder so. Geht meistens immer irgendwie. Und irgendwie. Aber ja. Aber wenn ich mir dann im Nachhinein die Aufnahme angucke, ist es dann so, dass halt die das Video ist im Prinzip besteht im Prinzip nur aus zwei Bildern. Statt einem Video sind das einfach zwei Bilder. Ja, du kannst ja ein paar Videos ja mal mit deinem Handy versuchen zu machen. Einfach vom Bildschirm abfilmen. Ist zwar nicht jetzt die beste Qualität. Habe ich früher auch so gemacht. Also, als ich noch keine Aufnahmeprogramm hatte, die meisten kennen wahrscheinlich schon meine Videos, habe ich einfach mit meinem Handy das abgefilmt und hab's dann hochgeladen. Das geht auch. Ja, nur da finde ich ganz ehrlich, da ist. Ich finde sowas scheiße. Ja, solange wie du dich mit einem Aufnahmeprogramm nicht auskennst, ist das super. Ja, aber trotzdem. Ich finde es halt scheiße. Ja, und ich würde mal sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Und du darfst heute entscheiden, lieber Nono, was wir vorstellen wollen. Spawn einfach mal ein paar Karren. Ich meine Aufnahme wegen dem Stream auf Discord. Gibt alles. Nono? Ja. Schau mal meine Bildschirmübertragung. Welches Fahrzeug soll ich vorstellen? Einen Moment. Mach das mal. Ich hätte alles im Angebot, was hier aufgelistet ist. Außer der Golf. McLaren. McLaren. Ne. Eins, geh mal noch eine Karre nach rechts. Genau, und jetzt noch mal eine Karre nach rechts. In. Der sieht doch ganz Ferrari. F12. Mit über 200 PS. Let's go. Them can't tell me, them can't flow. Them can't tell me.
Ja, heute stellen wir einen lieben Ferrari F12 vor. Und in der Camouflage, die man jetzt nicht mehr sieht wegen Matt. Ja, was soll ich dazu sagen? Im Gelände ist es sehr scheiße. Ich spiele gerade noch Roblox. Loris, wenn wir gleich zocken, mal Roblox. Jo, muss man nochmal bei mir reinjoinen. Nachher ist heute mal kurz mit Videos. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, damit wird es auch mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zu dem Ferrari, ich könnte euch selber runterladen. Den Workshop und. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ach so, Link zum Nono und allen Kanälen dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Auch dem Link zu, das auch zum auch den Link zu meinem Discord-Server. Aber jetzt ist etwa Feierabend.